Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Immer noch hungrig in der Stadt und ja, kalt ist es auch noch. Aber das kriegen wir hin. Haben wir schon mal wieder tolle Rezepte gefunden. Nee, da gehe ich jetzt nicht raus. Ich kann ja hier außen rumgehen. Nee, kann ich nicht. Och, Menno, da muss ich gleich hier runterhüpfen. Ja! Ja! Cha-c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 ha. Yeah, super. Geil. Ah, Crossbow. Ja, perfekter Start. Also besser kann die Folge ja nicht anfangen. Oh, ich sehe gerade. Mein Chroma-Key hat sich wieder verabschiedet hier bei OBS. Kleinen Moment, ich muss das mal eben wieder fix kommen, was zu essen. Yay! Gerade gesehen hier, da leuchtet es durch bei mir. Also, das ist echt Mist mit dem Licht hier. Ich muss mir irgendwas anderes ausdenken oder mal irgendwie. So, jetzt sollte es nicht mehr durchleuchten. Vor allem ist es auch wieder so dunkel im Gesicht und naja. Kriege ich hin. Kommt alles mit der Zeit. Hatten wir schon. Okay, eine Etage tiefer. Geht's gleich auch noch. Ich guck mal eben hier oben. Unlocked. Kennen wir schon, da ist nix. Ist auch nix. Sieht man hier vielleicht schon irgendwelche Gebäude noch? Nee. Ach, nochmal ein Tresor. Ja, wir gucken mal. Vielleicht ist da nochmal ein 600er Teil drin von irgendwas. Und 42 Grad, guck mal, es ist wärmer, wir haben keinen Hunger mehr. Vorläufig zumindest. Mache ich mir direkt mal neue. Ach, ist das schön. Ja, da werden wir für die Horde auf jeden Fall gerüstet sein. Sowas meinte ich. Sowas meinte ich. Haben wir 500er, machen wir uns 600er draus. Scrap. Ja, sind zwar noch nicht lila, aber sind schon nah an der Perfektion hier. So, die Fire Axe ist fertig. Die ist gleich auch fertig. Und dann scrap ich die auch schon mal eben. Machete! Super. Vielleicht finden wir sogar einen Bunker in der Stadt. Das wäre natürlich richtig cool. Obwohl ich weiß nicht, ob ich in der Stadt leben möchte. Auch nicht schon wieder. Ein Cowboy-Hut. Ach, guck mal, aber kommt doch wie gerufen. Nee, du sollst da unten rein. Unsere Dose wird klein gemacht. Alles gut. Nehmen wir die Abkürzung. Suppi. Gucken wir nochmal hier. Den hatten wir schon. Kühles Blondes hinterher. Hier auch schon? Nee, hier waren wir auch noch nicht. Guck mal. Und 600er Bandana. Habe ich ja schon. Nix. Sonnenbrille, die kühlt uns auch nur, ne? Die brauchen wir auch eigentlich. Nee. Eigentlich nicht. Aber den Safe brauchen wir, da gucken wir mal rein.
Es ist 10:45, haben wir so noch ordentlich Zeit. Danke. Ja! Schön, ja, was soll ich sagen? Geil. Jetzt fehlt nur noch Stahl und Concrete. Also eine Eisen, eine Stahlpickaxe. Das könnte schon was. Aber Crossbow, oh, das ist Hammer, echt. Ein Hirsch. Super, super, super. Und nochmal Level Up. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt fängt er schon wieder an rumzufrösteln hier. Oh, Bär. Hab ich den auch getroffen? Ja, ne? Wow. Oh! So, kann ich ihn auch mit der Machete auseinandernehmen? Tatsächlich, guck mal. Machete ist gut. Dann mache ich mir direkt Leder draus. Oh, schön Fleisch. Also mal gucken, okay, weiter Richtung Süden. Apartmenthaus, Apartmenthaus, Apartmenthaus. Komm, wir gehen jetzt ins Apartmenthaus rein. Was haben wir? Shamway Foods? Okay, also verhungern sollten wir eigentlich nicht mehr, auch mit dem Apartmenthaus hier. Sollten wir genug zu essen finden. Vor allem auch vielleicht Ranches. Verschaffen wir uns mal Zugang. Und das Beste ist ja, es gibt ja diesen tollen geheimen Raum, wo wir dann, wenn wir Glück haben, ganz, ganz tolle Sachen finden können. Sniper zum Beispiel, das wäre, ja, wäre natürlich jetzt der Overkill. Jetzt wir nur den Sniper abstauben. Genau, wenn man das macht, dann kriegt man auch Papier raus, ne? Ja. Geh auf. Und wir können vor allem eine Ranch hier finden. Wenn wir ganz viel Glück haben. Und zwar in den Spülen hier. Glas. Nein, ich esse das Glas nicht. Das habe ich im Livestream gemacht. Ich wollte ja mal testen, was passiert. Man stirbt sofort. Wer hätte das gedacht? Wasser. Ja, nehmen wir mal mit. Aber irgendwie was Dosiges wäre gut hier. So. Keine leere Dose, eine volle Dose. Oder nochmal was Leckeres im Kühlschrank. Na komm. Komm, irgendwas Dosenmäßiges. Ah, ein Bücherregal. Perfekt. Habt ihr gesehen, die kleinen Tresore, da kann es drinstecken, echt. Kriegen wir auch Leder raus? Ja, kriegen wir Leder und Holz raus, perfekt. Machen uns nochmal schön Lederrüstung. Da fehlen zwar noch ein paar Rezepte, aber da haben wir schon mal ein bisschen was. Tag der offenen Tür. Hier einmal durch, ob wir noch irgendwas zu essen finden. Aber zu trinken haben wir genug dabei. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht genug Dosen mitgenommen habe. Gedacht, ich mache mich einmal voll und das reicht, aber wie wir sehen, reichte es nicht. Aber dafür gibt es ja Dosen. Konserven. Na, guck mal.
57% schon wieder vor. Ja! Das ist doch nicht wahr. Ist das gut? Ist das gut? Ja, cool. Ein bisschen Leder mitnehmen. Na komm, die Couch auch noch. Ist das hier das Badezimmer? Ist das wohl das Bad? Ist das? Kaffee haben wir. Wieder mal einen Griff ins Klo. Okay, ich flitze jetzt mal eben nach oben. Und guck mir einmal den geheimen Raum an. Ob es den überhaupt noch gibt. Das sieht alles sehr schwierig aus. Und es gibt so viele Wohnungen hier drin, die alle durchzusuchen. Da bist du tagelang beschäftigt. Okay, der Raum oder die Wohnung mit der am stärksten verstärkten Tür ist es meistens. Oder ist es eigentlich immer. Ich habe es noch nicht anders erlebt. Und dahinter ist dann nochmal so eine Art Barrikade. So wie das hier. Und dann gibt es hier nochmal einen Raum, der stark verstärkt ist. Oder der besonders verstärkt ist. Der stark verstärkt ist auch gut, ne? Und das wäre dann dieser hier. Bücherregal. Normalerweise ist da noch ein großer Tresor drin. Und halt Munitionskiste, tatsächlich. Ah, Munition. Ja, was machen wir hier? Komm, das sind mehr Casings. Wollen wir da direkt mal reingucken, was da Schönes drin ist. Bin ich mal gespannt. 2000 Schuss, 762er Munition. AK-47 Schematik, ich glaube, die hatten wir schon, ne? Ja. Nichtsdestotrotz einmal in den Safe reingucken. Friere nicht, wenn der Safe aufgeht. Dam dam. Ach ja. Hunting Rifle nochmal. Die Shotgun Parts, die könnten, glaube ich, ein Upgrade sein. Warte mal. Oh, warte. Gucken. Ja, sind sie. Scrap. Und jetzt haben wir auch eine lila Shotgun. Tada. Nimm die Knochen wieder mit. Hunting Rifle, nee. Brauchen wir nicht. Mal was zu essen. 69% ist doch super. Dann brauche ich das Fleisch auch gar nicht. Nö. Ich trinke mir eben das Wasser hier. Den Bogen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Nee, super. Ach, das hat sich ja schon wieder gelohnt hier. Was ist denn hier hinter? Das macht mich jetzt neugierig, dass es hier abgesperrt ist. Wahrscheinlich nichts. Nee, Müllhaufen. Gucken wir einmal schnell hier. Ach, Sinko, ich komm von hier dran. Das ist mal gut. Oh, Bücherregal. Ich glaube, die kleinen Safes sind mir jetzt sogar noch lieber, weil ich glaube einfach, dass die Wahrscheinlichkeit der seltenen Rezepte in den kleinen Safes, habe ich zumindest das Gefühl, ist da noch ein bisschen höher, weil nicht so viele Loot-Gruppen drin sind wie in so einem Bücherregal hier. Weil hier können ja normale Bücher drin sein, Papier und so weiter und so fort. Red.
Puffercode. Gibt der denn genauso viel jetzt wie der andere? Der bringt plus 30. Der auch. Ja, ist trotzdem. Rot ist schöner. Oh, ups. Vielleicht habe ich mit den kleinen Saves auch total unrecht. Vom Gefühl her ist es aber irgendwie anders. Pistol Parts, nee. Nö, nö. Oh, da unten ist einiges los gerade. Ich glaube, da will jemand rein. Zumindest haut er gerade vor die Wand. Oh, da kommen, solange ich die noch nicht herstellen kann, nehme ich die mal mit, weil die gehen ja doch recht fix kaputt auch. Old Trash. Nee, komm. Weiter geht's, wir erkunden die Stadt noch ein bisschen. Bevor wir hier den Kältetod sterben. Ich bereite mich mal einfach vor, dass da unten jetzt jemand vor der Tür steht. Ach ja. Schreib mich nicht so an. Der verpackt, ey. Einmal kurz auf die Map looken. Okay, das Auto hatten wir noch nicht. Da ist ein Geschäft, aber... Ach, da war ich schon. Das war der Tool Store. Nix. Gut, dann laufen wir mal hier runter. Ammunition Nation nochmal. Cool. Kennen wir schon. Ich gucke jetzt mal nach Läden. Einmal, damit wir so mal die Ausmaße der Stadt hier kennen. Working Stiff Tools. Haha, hat man noch nicht. Oh, Baby. Es gibt doch Geschäfte mitten in der Stadt. Dahinter ist noch ein Laden direkt. Ich glaub's nicht. Das liebe ich an diesem Spiel, ne? Diese Überraschung, dieses... Ja, du wirst echt süchtig nach Loot. Born Noble nochmal. Ja, geil. Ich gerade Tränen in den Augen. Weil ich mich so gefreut habe. Ach, ist das schön. Stage 1. Ja, ich weiß, komm, ich schnell hier rein und dann machen wir uns das dann gemütlich. Hallo Schwein. Ja, dann setzen wir mal ein Lagerfeuer auf den Boden. Hallo. Müll, lass dich looten. Na komm, bevor wir jetzt abnippeln. Einmal schnell Lagerfeuer auf den Boden machen. Ein bisschen Holz rein und dann machen wir es doch mal hier direkt bei der Kiste. Ja, nicht wieder verbrennen. Boah, eine Orga wäre jetzt so fantastisch. Gardening Hof. Nö. Ach, bleiben wir noch mal eine kurze Sekunde hier. Am Feuer stehen. So, reicht. Muss weiter looten. Da ist noch eine Kiste und da ist auch noch ein schöner... Oh, Schrank. Sehr gut, sehr gut. Schon wieder eine Gardening Hole, also... Leather Pants kennen wir auch schon. Oder? Nee, kann man... da kannten wir wohl was noch nicht. Ich hab schon wieder Hunger, das ist doch nicht wahr.
Du hast so viel gegessen gerade. Oder braucht er einfach mehr, wenn er friert? Das Ganze rumgezittert. So, die Kiste hier oben, die immer offen ist. Hallöchen, Axt. Und mit dir werden wir uns erstmal eine Zeit lang vergnügen jetzt. Okay, nochmal ein bisschen Wärme holen. Hab ich, doch, Moment. Ich bin auch blöd, ne? Also. Manchmal, aber nur manchmal. So, pass mal auf, was wir jetzt machen. Kann ich mir nicht irgendwie aus dem Cooking Grill, was brauche ich denn da? Short Iron Pipe, 10 Stück, die habe ich nicht. Aber machen wir uns mal eben schnell einen Topf. Packen den da rein, braten uns das Fleisch und dann haben wir auf jeden Fall immer zu essen dabei. Genau, und da brauche ich ja Wasser für. 3 Wasser haben wir, gut. Besser als nix. Hallo Klo und... Super. Oh, Vitamine auch gut. Die schlucken wir direkt. Und noch eine Ranch. Okay, die eine Rohrleitung bringt uns auch nicht weiter. So, wo ist der Topf? Wo bleibt der Topf? Ja, ich weiß. Dann können wir uns mal 3 Fleisch herstellen. Oder Bacon und Extract. Und da brauche ich... Cooking Grill, genau. Old Meat braucht Wasser. Charred Meat. Ich glaube, das ist besser. Na komm. Ich habe auf die Zeit geachtet. Ich schmeiß mal einfach ein bisschen was rein hier. Warm, wir kriegen was zu essen, alles gut. Und wir sind im Working Stiff Tools, auch alles gut. Yam, yam, yam. Okay, bringt nicht so viel, aber besser als nichts. Und danach könnte ich ja dann hier Charred Meat machen. Komm, hauen wir es direkt alles weg und dann haben wir auf jeden Fall genug zu essen dabei. Von der Zeit her sollte es ja auch reichen. So, den einen noch und dann geht's ab nach hinten. Was sagt die Uhr? 2 Uhr. Ja, den Borden Noble kriegen wir auf jeden Fall noch durch. Ich hatte nämlich irgendwie so die Befürchtung, dass die ganzen Läden nur am Rand der Stadt sind. Frag mich nicht warum, aber das hat sich ja gerade auch... da hat sich gerade das Gegenteil behauptet. Vor allem, was eine Riesenstadt. Super. So, gucken wir doch mal. Nix und eine Hardcap da drin. Was soll denn das? Das ist ja irgendwie blöd, ne? Blaue Axt ist auch schon gut. Guck mal, Tag 6 und schon fast alles lila da unten. Oh, der war knapp. Okay. Leatherpants nochmal. Daumen drücken. Ja! Ist das gut. Oh. Verwirrt er mich aber hier, oder? Boah, Leute! Wo ist sie? Oh. Das Rezept wäre mir zwar lieber, aber... Jetzt guckt euch das an.
wie ein heißes Messer durch Butter. Oh. 440er. Ja, perfekt. Den Tausch machen wir doch gerne. Habe ich jetzt alle Kisten? Ja. Göttlich. So, was sagt das Essen? So, das sieht mir jetzt zwar, wie es da auch schon drin stand, einiges an Flüssigkeit aus dem Körper, sozusagen. Aber ich habe ja Golden Rod dabei, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Und ja, mega, mega Loot-Tour hier. Echt super geil. Ich verabschiede mich damit auch für diese Folge. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge gehen wir dann direkt in den Born & Noble und wühlen mal die Regale durch und gucken, dass wir da was Schönes finden. Und ich hoffe, die Rezepte, die wir brauchen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wisst ihr, freue ich mich drüber. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.